Frau Moorhaus, es ist wunderschön, dass Sie hier in Deutschland sind und ich freue mich, dass Sie sich bereit erklärt haben für dieses Interview. Mrs. Moorhaus, I'm happy that you can be here in Germany and I really appreciate that you are coming for this interview. That is very, very kind of you to invite me as well. I enjoy the company here very much and thank you. Ja, das ist sehr nett, dass Sie mich eingeladen haben und ich habe das sehr genossen, diesen Kurs zu geben. Also die Schüler sind ja sehr glücklich, aber sie haben trotzdem noch ein paar Fragen, die vielleicht für andere Schüler ganz interessant sein könnten. The students have been very happy with the course, but still there are a few questions which could also be interesting for other students who might want to join the future courses. Okay, well, let's talk also, about it. Okay, was ist die Theorie hinter der Berechnung der glücksverheißenden Tage? Well, what is actually the theory behind auspicious day selection? So Trinity has the theory, the fundamental theory based on the Tian, Di and Ren, which is heaven, earth and man. And the auspicious day selections, we focus on the second theory and of Trinity, and is the Qi, form and day. Qi is an abstract theory that is the metaphysical calculation of time. And form is the things that we see with our eyes, and the day selection is to select an auspicious day and time to enhance the effectiveness of feng shui plotting. Feng Shui beruht ja auf der Theorie der Dreieinigkeit von Himmel, Mensch und Erde. Und für die Auswahl von glücksverheißenden Tagen gibt es eine zweite Dreieinigkeit. Und das ist Qi, Form und Tag. Das Qi ist in diesem Sinne eine abstrakte Theorie, wie man Zeitverläufe berechnen kann. Die Form ist das, was wir mit unseren eigenen Augen sehen können. Day Selection, also die Auswahl glücksverheißender Tage, bedeutet, dass man gute Tage auswählt, eine gute Zeit, um die Ergebnisse einer Feng Shui-Beratung zu verbessern. Was ist die Bedeutung der zweiten Dreieinheit für das Feng Shui? What is the significance of the second Trinity in view of Feng Shui? Well, the second Trinity, it works hand in hand with the Feng Shui, the plot to work for its best. Diese zweite Dreieinigkeit arbeitet mit dem Feng Shui Hand in Hand und bewirkt, dass sozusagen die Ergebnisse vom Feng Shui noch effektiver sind. Master Moorhaus, könnten Sie uns einige Beispiele nennen? Master Moorhaus, können Sie mir einige Beispiele dazu nennen? Master Moorhaus, could you give us some examples, please? Yes. Well, let's say a feng shui master has made a feng shui arrangement at someone's house, and now this house has a modified qi field and in its own environment. And this is when auspicious day comes into play. And it is to put the activation in motion, and so that the qi field can work with its best with the house. Ja, sicher. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass ein Feng Shui Master für das Haus einer Familie ein gutes Feng Shui berechnet hat, dann werden ja die Veränderungen, die er vorschlägt, das Qi-Feld dieses Hauses verändern. Und das ist sozusagen jetzt der Moment, wo eben die Auswahl guter Tage dazukommt. Weil das nochmal dazu da ist, dass man das nochmal besser aktiviert, wenn man auch noch einen guten Tag auswählt, um diese Tätigkeiten durchzuführen und das beides zusammen dann das beste Ergebnis für das Haus erzielen kann. Was bringen die glücksverheißenden Tage denn für Vorteile? What benefits does an auspicious day offer? A good way to describe an auspicious day is like setting off a time bomb with a detonator, to me. The result can be alarming if we can grasp the time and if we can do it accurately. Also ich finde, der beste Weg, das zu beschreiben, ist der Vergleich mit einem Zeitzünder an einer Bombe. Wenn man also wirklich ganz genau den richtigen Moment findet, dann kann das wirklich eine unglaubliche Wirkung haben.
Was bedeutet es denn für das Feng Shui, wenn wir die glücksverheißenden Tage nicht berechnen oder bewerten? What would happen if we make Feng Shui implementations without auspicious day selection? Well, if we ignore to find an auspicious day for a expertly plotted Feng Shui plan, then we just risk getting a discounted result. Ja, und wie? Also wenn wir die Auswahl glücksverheißenden Tage nicht mit einbeziehen, dann riskieren wir sozusagen, dass wir nicht wirklich den ganzen Effekt dieser hervorragend ausgearbeiteten Feng Shui-Maßnahmen haben, weil wir eben nicht den richtigen Zeitpunkt dazu wählen. Und wie groß ist der Nachteil, wenn die Tage nicht genutzt werden, also wenn man diese Tage nicht berechnet? How much will be discounted from the good luck that could come with the good Feng Shui? Well, it's all depending on the dates being used and what effects and what influence it has to do for the house. For example, if a person has used an inauspicious day that clashes with a well-plotted Feng Shui arrangement, it then can spoil the qi field of the house and it can turn out to be a waste of opportunity. And or compromising of having less than 100% of his intended fortune. Das hängt natürlich davon ab, was man für einen Tag ausgesucht hat oder was man für einen Tag getroffen hat und den Einfluss, den eben dieser Tag auf die Feng Shui-Berechnungen hat. Nehmen wir zum Beispiel an, man hat einen sehr unglücklichen oder unglücksbringenden Tag erwischt, der eben mit den Berechnungen des Feng Shui in Konfrontation ist, im Konflikt ist, dann kann sozusagen diese Tatsache, dass man eben einen schlechten Tag erwischt hat oder getroffen hat, dazu führen, dass eben das Feng Shui nicht so gut wirkt, wie es eigentlich gewirkt hätte, wenn man das auch noch gemacht hätte. Gibt es denn Ausnahmen? Are there any exceptions to this? Of course, yes. Well, if there's always some very lucky people, they would happen to use an auspicious day without even knowing it. Of course, but then of course we're not 100% lucky all the time. Ja, es gibt natürlich Ausnahmen. Es kann natürlich immer sein, dass man sozusagen per Zufall die Maßnahmen alle an einem sehr, sehr glücksbringenden Tag umsetzt. Dann hat man Glück gehabt. Es gibt immer wieder Menschen, denen passiert das einfach. Aber da kann man sich natürlich nicht einfach darauf verlassen, dass man immer so viel Glück hat, dass man eben immer einen guten Tag trifft. Und können glücksverheißte Tage nur für Feng Shui genutzt werden? Is auspicious day selection only applicable for Feng Shui implementations or not? Absolutely not. No. It is applicable to all matters in our daily life, and you'll be surprised, and such as moving house, building, renovation, installing a new door, putting a new bed, or installing a new stove, making major repairs, or moving ground, starting new business, launching new projects, making interviews for a new job, arbitration, negotiation, signing contracts, and it goes on and on and on, celebration, funeral, and anything. And it's just much, much more. Nein, es ist auf gar keinen Fall nur für Feng Shui nutzbar. Man kann es in der Tat für viele wichtige Dinge des täglichen Lebens anwenden, wie zum Beispiel den Umzug in ein neues Haus, wann der Baubeginn für ein Haus ist, wann man Renovierungen beginnt, wann man zum Beispiel eine neue Tür einbaut ins Haus, wann man sein Bett oder seinen Herd installiert oder verändert. Wenn man zum Beispiel ein Geschäft neu eröffnet oder umzieht, wenn man sich um eine neue Stelle bewirbt oder wenn man ein Gerichtsverfahren durchlaufen muss für geschäftliche Verhandlungen und Vertragsunterzeichnungen und natürlich auch für Feierlichkeiten wie Hochzeit und nicht zuletzt natürlich, wie es bei den Chinesen sehr verbreitet ist, vor allem auch für Beerdigungen. Also wenn wir jetzt so glücksverheißende Tage verwenden, was müssen wir denn berücksichtigen, wenn wir auch ein Haus damit involviert ist oder mit einbezogen ist? When we make the selection of an auspicious day, what do we need to take into consideration when a house is involved as well? Well, we use auspicious day
to start work in order to avoid the violation or clashing with the house's own feng shui. And then we must also consider the other aspects of time, which is Tai Sui, Sui Por, Three Killings, Five Yellows, etc. Those things we must be very, very careful and we should consider these areas. Wir müssen auf jeden Fall, bevor wir mit der Arbeit beginnen an einem Haus, einen guten Tag auswählen, damit man nicht das Feng Shui des Hauses stört, dadurch, dass es eben kein guter Tag ist. Und man muss natürlich, wenn es um ein Haus geht, auch die Bereiche berücksichtigen, die nach Feng Shui-Kriterien eben nicht für Renovierung geeignet sind in dieser Zeit. Und wie bezieht man die Person mit ein? What about the persons living in the house? First and foremost, we take great care to make sure to avoid selecting the day that would clash or make violation with the person involved. It's very important. Das Wichtigste, wenn man die Personen auch einbezieht, ist natürlich, dass man es vermeidet, einen Tag auszusuchen, der mit dem Geburtsjahr der Personen, die dort leben, in Konfrontation steht. Das ist eigentlich erstmal das Wichtigste. Ja, gibt es sonst noch was, was Sie berücksichtigen würden oder Kommentare dazu? Gibt es sonst noch was Wichtiges, was Sie gerne noch über... Englisch. Are there any other comments in regard to auspicious day selection you want to make? Okay, well, actually, once we understand the fundamental of auspicious day selection of its time concept, then we must consider making the auspicious day selection for all the feng shui implements or any other major endeavor in life, and whenever it's possible. And it's like turning on the ignition to kickstart an engine, and so it will go. Also wenn man einmal diese grundlegenden Systeme von der Auswahl glücksverheißenden Tage verstanden hat, dann sollte man sich auf jeden Fall bemühen, für alle Feng Shui-Maßnahmen gute Tage auszusuchen und natürlich auch für andere Bemühungen im Leben auch und für andere Vorhaben. Das ist so, als gäbe man dem ganzen Vorhaben, was ansteht, eine Initialzündung, um es auf einen guten Weg zu bringen. Also das war ein wunderbares Vorgehen und ich finde, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Also ich habe sehr viel gelernt und ich denke mir, das wird für unsere Studenten ganz wichtig sein, auch dieses Seminar nochmal zu besuchen. Denn ich denke mir, da gibt es noch ganz viel fundamentales Wissen, was wir unbedingt berücksichtigen sollten. Thank you very much indeed. This was a great insight into the aspects of auspicious day selection. And I'm sure the students enjoyed it as well very much. And there would also be much more students who will definitely be interested in learning about this topic. Well, the pleasure was all mine. I enjoyed it very much. And thank you for the hospitality. And I thank my trusty Christine, and she's excellent in giving me all the assistance with the language. Thank you.